Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Den jungen Mann, den könntet ihr vielleicht kennen, wenn ihr schon länger dabei seid. Macht euch auf was gefasst, Leute. Es geht los. Das ist der Wieme. Hallo. Und ja, wir fahren jetzt nach Paderborn zu den Dolphins. Die spielen gegen? Ich weiß es nicht. Ich habe auch keine Ahnung. Völlig uninformiert. Ich glaube gegen Rostock oder so. Ja, wir nehmen euch mal mit auf dieser Reise und gucken uns das mal an. Paderborn spielt in der GFL 2, ist also die zweite Liga. Ist aber ganz cool, ich war schon ein paar Mal da und wollte ja beim letzten Mal auch schon einen Vlog machen, aber das hat nicht ganz so geklappt. Jetzt also nachträglich quasi der Paderborn-Vlog. So, ich bin da beim Stadion hier in Paderborn. Ich habe mir ein paar Skittles mitgebracht, damit ich den Ben schön bewerfen kann, wenn er einen Touchdown wirft. Mal gucken, ob es dazu kommt. So, wir stehen jetzt hier vor dem Stadion. Ich habe hier den King of Kotlet, einen fleißigen Abonnenten. Welche Videos guckst du bei mir auf dem Kanal? Alle. Alle? Auch richtige Overtime. Antwort. Richtige Direkt Antwort. Abonniert. Richtige Antwort. Bester Mann. Ja, wir stehen jetzt hier bei dem Ben zu Hause sozusagen. Genau, vom Internat. Ja, super Spiel von dir. Vielen Dank. Zwei Touchdowns. Vielen Dank. Die ich auch glücklicherweise auf Tape habe. Definitiv nein. Ja, und die U16 spielt übrigens besser als die U19. Oh. Wo spielst du nochmal? Ja, auch in der U16, ne? Wundert mich nicht, dass da dieser Spruch kam. Nein, guckt euch das Ganze auf jeden Fall mal an. Ist das Stadion. Die Dolphins haben ja auch einen Sack gekriegt. Mhm. Was ist dein Eindruck? Osnabrück lohnt sich auch. Nächster Vlog. Nächster Vlog Osnabrück? Ja. Okay. Ja, aber was ist der Unterschied zu Osnabrück? Die Qualität ist besser. Zuschauer sind gleich. Okay. Kann man sich angucken, auf jeden Fall. Alles klar. Dann nächstes Mal Osnabrück, wisst ihr Bescheid. Tschüss. Bei den Tigers.
So, ich bin wieder zurück, war schon zu Hause. Wiemer ist schon wieder nach Hause gefahren und ja, ich wollte mir noch was von der Tanke holen, einen Energydrink oder so. Und ja, weil ich schon ein oder zwei Bierchen getrunken habe, muss ich das jetzt zu Fuß machen. Aber ja, ich wollte halt nochmal so ein bisschen mein Fazit von dem Spiel da lassen. Zwar hat Paderborn leider nicht gewonnen. Potsdam hat sich in dem Sinne durchgesetzt. Aber nichtsdestotrotz finde ich es ziemlich cool in Paderborn. Beim Football gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe da immer megamäßig viel Spaß dran. Und ja, ich finde es halt cool, dass in Deutschland, auch wenn es nur GFL 2 ist, auch wenn es zweite Liga ist, dass es trotzdem relativ professionell aufgebaut ist. Mit diesen Merchandise-Ständen, mit diesen Donut-Ständen und so. Das ist schon ganz cool gemacht. Und ja, Football kann man halt auch sehen. Ist ganz nice. Oh, übrigens hier haben wir einen richtig schönen Sonnenuntergang gerade. Ja, macht auf jeden Fall richtig Spaß. Kann ich jedem von euch nur empfehlen, wenn ihr irgendwo eine Footballmannschaft in der Gegend habt, da auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Ich werde auf jeden Fall auch noch nach Osnabrück fahren, zu Wieme. Und da werden wir uns die Tigers mal angucken. Gegen die Hamburg Blue Devils werden die spielen. Und da spielt ja der Maurice noch. Den kenne ich noch. War ja damals bei den Hamburger Youngsters und ja, da werde ich auf jeden Fall auch zu Besuch sein. Ist, glaube ich, Ende des Monats, also falls ihr Bock habt, schaut da mal vorbei. Und ja, das war es also mit diesem kleinen Vlog. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid. Schaut euch mal bei den anderen Videos um. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen würden. Das war's von mir. Haut rein und tschüss. Wie ist es denn bei euch mit der Ausrüstung? Kriegt ihr irgendwas gestellt oder müsst ihr alles selber zahlen? Am Anfang. Also wir haben Leihausrüstung für die Leute, die anfangen. Mhm. Ja. Also wenn du so überlegst, wenn du diesen Helm willst, hast du schon so 300 Euro manchmal. Hätten wir nochmal bei 250. Und das sind auch keine Schuhe, keine Handschuhe, wenn du irgendwas brauchst. Das ist alles so Accessories, so Handschuhe, Schuhe oder was. Aber nur für Basics musst du schon was zahlen. Mit diesen alten Helm spürst du halt jede, alles, ich check nicht, wie die früher in der NFL so hart bekommen. So. Kein Wunder, dass die alle Demenz haben oder sowas. So ein krasser Unterschied oder was? Ja. Ja, also speziell jetzt heutzutage, weil die Helme, das ist krass, was da entwickelt wurde. Ich spüre in meinem Speed fast gar nichts. Es gibt ja immer noch besser, es gibt ja schon zwei bessere. Der Speed Flex, ja, mit dem Speed Flex, da kannst du einem komplett mit Vollspeed mit Helm an Helm rammen, du merkst das gar nicht. Ja, ist halt auch richtig gut und wichtig, dass da was entwickelt wird. Und dass da Highschool-Football gespielt oder? Ja. Und wie ist da das Level im Vergleich zu hier? Also je nachdem, wo du bist. Es gibt wirklich manche Highschools, die sind echt schlecht. Also da kann auch ein deutsches Erstliga relativ gut mithalten. Mhm. Aber meine Highschool war schon ziemlich krass. Also sie haben halt so ein richtiges Oldschool-System gelaufen. Die sind den Ball permanent gelaufen, nie geworfen. Das ist halt scheiße für mich, also hier. Ja. Aber ich habe gelernt, wie man blockt. Also das kann ich mir jetzt ein bisschen blocken. Mhm. Aber wir haben halt wirklich nie einen Pass geworfen. Ein Pass pro Spiel maximal. Ich glaube auch Spiele ohne wirklich nicht. Aber wir hatten halt zwei Running Backs. Einer war so ein richtiges Biest. Er lief auch so 4-3-5 auf 40 Yards und so. Und der ist bei University of Washington. Und ganz ehrlich, ich finde dieser Faktor Amerika wird überbewertet. Ja. Das Ding ist, du kriegst Erfahrung und du trainierst auch auf einer ganz anderen Härte und Geschwindigkeit. Aber allein an Leute denken, die gehen nach Amerika und kommen zurück als da und sind sofort besser. Ich meine, wenn du nicht das Talent oder wenn du nicht die Arbeit dann reinbringst, ne, du machst dich nur, weil du in diesem Land warst, macht dich das nicht besser. Ne? Ja, aber wenn du dich da durchsetzt, ja, quasi, ne, dann ist das ja schon ein Qualitätsmerkmal. Ja, ne? Ja, klar. Wenn du da dort wirklich mithalten kannst, dann weißt du, wie gut. Ja. Speziell in Deutschland ist das richtig gut. Ne? Aber ja, wie gesagt, in Amerika habe ich kaum Bälle gefangen. Also daran hat es nichts. Ja. Ich habe ja bei Instagram gesehen, dass du Richard Sherman getroffen hast, ne? Ja, ja, wir haben mal den neuen Seahawks beim Training, ja, das war krass. Sherman, das ist krass, was die für eine Anlage da haben, alles, ja, ne? Allein die Umkleide war größer als unser Feld, ey, das war unnormal. das war richtig krass. Und wir durften auch noch nicht trainieren, nur ein Training durften, wenn wir da Facility machen, das war auch. Wir hatten an unserer Schule in Amok im Jahr. Oh. Ja, und deswegen haben wir halt auch Macklemore, kam sogar in unser Spiel vorbei. Also in dem Jahr ist viel passiert, sag ich mal. Warst du da schon da? Ja. Vor Macklemore? Ich hab den gesehen. Absolut gesehen. In der Cafeteria. Aber hat mich jetzt zum Glück psychisch nicht so perfekt tangiert oder so. Aber war schon krass. Magst du Macklemore?